Ja, herzlich willkommen zum nächsten Live-Work-In von Schulsportwelten. Wie die letzten Mittwoche auch, heute wieder mit Detlef und mir. Genau, wir haben uns heute mal überlegt, wir machen heute alles rund ums Thema Weichbodenmatte. Und ja, denke, wir würden dann einfach mal starten. Ja, also Weichbodenmatte haben wir jetzt hier in der Halle. Das ist natürlich auch in so einem Sandkasten oder in einem Beachvolleyballfeld auch alles möglich. Ne? Die Weichbodenmatte soll nur den Laufwiderstand so ein wenig erhöhen. Darum haben wir uns die Weichbodenmatte genommen und als begrenztes Spielfeld nachher. Wir haben hier ein paar Geräte. Die haben wir schon einmal desinfiziert, aber es ist eine Weile her. Wir werden unsere Hände selbst auch nochmal schnell desinfizieren. Die Spielgeräte, die wir gleich noch nutzen, auch nochmal ganz kurz desinfizieren, dass wir auf der sicheren Seite sind. Ob dann wieder alles in Gebrauch kommt, das wissen wir nicht ganz, aber vorsichtig hier für deine... Achso, ja, ich mach's auch nochmal. Zack, ja, danke. Jawohl. Super. Sollte es passen eigentlich, ne? Ja. Okay. Dann sind wir bereit, können loslegen. Ja, am Anfang machen wir noch was um die Weichbodenmatte herum. Wir fangen erstmal an, gehen hinter die Weichbodenmatte und laufen locker an der Seite lang und an der kurzen Seite dann in Sidesteps und rückwärts zurück. Hinten wieder Sidesteps. Das machen wir ein paar Mal locker. Genau, wechseln dann mal die Richtung hinten. Geht noch nicht um Schnelligkeit, erstmal nur, dass wir ein bisschen warm werden. Oh, eine Runde noch, ne? Und dann versucht, wenn ihr euch so warm lauft immer, dass ihr auf dem Vorfuß lauft, auf dem vorderen Teil des Fußes. Das ist immer sehr dynamisch. Jetzt werden wir auf die Matte gehen und unsere Schuhe auf jeden Fall ausziehen. Die legen wir erstmal zur Seite. Die benötigen wir jetzt erstmal nicht. Das ist ein bisschen angenehmer. Im Sand ist es auch wesentlich angenehmer, das Ganze barfuß zu machen. Okay, dann gehen wir mal auf die Matte und fangen erstmal an, ganz locker auf der Stelle zu laufen oder auf der Matte ein bisschen hin und her zu laufen. Detlef gibt schon ein bisschen Gas hier. Nein, ist so locker. Ja. Versucht auch hier wieder die Arme locker mitzunehmen. Ganz entspannt. Auch mal ein bisschen rückwärts laufen. Können ja auch mal in die Ecken laufen, kurz die Hand runter. Ja, also man merkt das jetzt, dass die Beine arbeiten, Oberschenkel haben ein wohliges Gefühl. Ja. Genau. Okay. Verschnaufen kurz und dann machen wir gleich weiter. Jetzt laufen wir nicht mehr so locker, sondern nehmen die Knie beim Laufen ein bisschen hoch. Also machen so Skippings auf der Matte. Genau. Müssen nicht im Maximaltempo anfangen, aber Knie hoch. Ein bisschen schneller werden. Okay.
Die Übung werden wir alle nachher nochmal wiedersehen. Zwischen den Spielen. Genau, wir haben uns ein paar Spiele überlegt. Und dazwischen machen wir mal eine kurze Belastungsphase, wo wir dann solche Übungen machen. Ja, eine Warm-up-Übung haben wir noch. Und zwar springen wir jetzt. Wir können erstmal beidbeinig anfangen, ein bisschen hochzuspringen. Und da werdet ihr auch merken, dass es deutlich schwerer ist, als wenn man einen festen Boden hat. Dann springen wir mal nur auf dem linken Bein. Und nur auf dem rechten Bein. Okay. Ja, sehr anstrengend. Also, ich will jetzt kurz einen kleinen Exkurs. Leonie spielt ja nicht nur Handball in der Halle, sondern auch Beachhandball auf dem Sand. Und wenn man das hier macht, dann kann man vielleicht so ungefähr erahnen, wie anspruchsvoll und anstrengend Beachhandball ist. Das ist super Training auf jeden Fall hier auf diesem weichen Untergrund. Genau, ne? Dass man auch aus so einem Untergrund wie dem Sand eben richtig hochkommt und auch abspringen kann. Genau. Okay, das war's mit dem Warm-up. Wir fangen an mit dem ersten Beispiel. Ja. Wir nehmen greifen einfach mal relativ einfach hier so ein Volleyball. Wir sind weiterhin auf der Matte und ganz entspannt werfen wir uns die Bälle mal zu. Ziel sollte es sein, dass dabei gefangen wird und nicht auf der Matte aufkommt. Und ich versuche natürlich, sie so ein bisschen zu locken gegenseitig. Fangen wir mal ganz moderat an. Also man darf nicht runterwerfen, Würfe immer nur von unten. Ne? Oh. Ah, oh, Entschuldigung. Was ist da los? Du bist schon so gemein. Okay. Locker an. Ja, locker. Okay, wir mir liegt diese Niederlage vom letzten Mittwoch noch so ein bisschen im Kopf. Jawohl, es lässt sich gut steigern. Und man muss den Ball wirklich relativ kurzer Kontakt in der Hand. Das ist mal. Oh, das wäre jetzt auch ein Fehler von mir. Punkt wäre, wenn wir zählen würden. Oh. Wäre auch gemein. Oh. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen Reichweitenvorteile. Ja. Aber ja. Oh, lieber. Oh, na, jawohl. Oh. Oh. So. Oh. Okay, kurze Pause. Wir werden nur Spielgerät wechseln. Anderer Ball. Nehmen wir den Handball erstmal. Jawohl, gut. Spielidee bleibt die gleiche. Oh. Oh, Entschuldigung. Ja, hier ist natürlich pfiffig, wenn man mit einer Hand fangen kann. Dann verliert man viel Zeit.
der Weg mit dich da gemacht. Genau, da kann man sich natürlich, wenn man das jetzt im Sand macht, auch einen Bereich abstecken. Und je nachdem, wie gut es klappt, macht man den dann ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner. Ja, ich weiß ja gar nicht abgesprochen, spontan. Vielleicht geht es ja auch. Okay, man macht einen Aufsetzer, ne? Also. Ganz in Mathe. Ja, jawohl. Also da könnt ihr auch wieder kreativ sein, ne? Eine Runde Aufsetzer. Ich glaube, im Sand springt so ein Volleyball auch, aber der ist ja nicht so eben wie in der Halle. Das heißt, dann springt er eventuell nicht da direkt hin, wo er hin sollte und macht einen kleinen Satz. Das ist noch ein bisschen gemeiner. Noch ein bisschen gemeiner, genau. Eine Runde Aufsetzer machen wir noch? Ja, bitte, klar, ja. Oh, Entschuldigung, der wäre auch gar nicht raufgekommen. Oh, die sind gemein. Ah, gut. Okay, super. Und jetzt hier nochmal so ein, haben wir nicht umsonst desinfiziert, hier so ein ovales Ei. Mal sehen, wie da die Handhabung ist. Erstmal ein bisschen feucht vom Desinfektionszeug. Hopp, hier. Oh, der war zu weit gespielt von mir. Oh, der Blick ging hin, aber die Knochen waren müde. Oh, sauer. Oh, selber fallen lassen. Oh nein, zu offensichtlich. Okay, cool. Okay, das war's mit dem ersten Spiel. Jetzt, wie angekündigt, kommt eine kleine Belastungsphase. Ja. Danach kurz verschnaufen. Aber erstmal geben wir jetzt 30 Sekunden Gas auf der Matte. Und laufen einfach hin und her. Ja, genau. Knie müssen noch nicht hoch. Genau. Erstmal. Aber schon ruhig mit Dampf. Ordentlich laufen, genau. Sekunden lang Vollgas geben. Okay. Hin und her, rauf, runter, rechts, links, vorwärts, rückwärts. Genau. Und 2, 1, ab. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Gut, dann jetzt kurze Erholung, bevor es weitergeht. Nehmen schon mal wieder einen Ball fürs nächste Spiel. Ja, ihr seht, wird wieder zugeworfen, nur diesmal wird das ein bisschen schwieriger. Leonie wird mir zuwerfen, sagt Hep, und ich stehe aber beim Hep immer noch mit dem Rücken zu ihr. Das heißt, ich muss jetzt bei Hep mich schnell umdrehen und gucken, wo der Ball runterkommt. Und ich muss ihn nach Möglichkeit fangen. Wir würden langsam moderat anfangen, genau. Aber so wie ich uns kenne, werden wir versuchen, den anderen schon so ein bisschen zu locken. Okay. Hep. Hep. Hep.
Aha. Gut. Hep. Hep. Okay, hep. 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 Oh. Gut. Fast fehlt dort. Ja, aber zum Frühjahr. Okay. Hep. Oh, Weltklasse. Sehr cool. Fürs Fangen hat es nicht mehr gereicht, ja, aber. Jawohl. Ist auch ein bisschen Reaktionstraining. Hep. Hep. Oh. Glück gehabt. Hey, schon so blind. Junge. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen noch mal den Handball. Ja, okay. Variieren auch da noch mal. Der ist natürlich auch ein bisschen schwerer und noch ein bisschen schneller dadurch. Hep. 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 Oh. Boah. Wahnsinn! Wahnsinn! Hep! Gut. Hep! Hep! Ja, war ein bisschen zu gemein. Es kommt natürlich auch an, welche Seite man sich dreht. Ja. Ich glaube, wenn man seinen Gegner auskundschaftet, rechts oder links rum. Okay. Okay. Hep! Oh. Hep. Oh. Jeder noch einmal? Ja, okay, stopp. Ja, lass dich überraschen. Hep. Oh, ja, ich weiß. Na gut. Hep. Ah, gut. Okay, gut. Okay, das war's mit dem zweiten Spiel. Das heißt, es ist wieder Zeit für Belastungsphase. Und diesmal machen wir das Laufen mit den Knien hoch. Ebenfalls 30 Sekunden. Das wird nochmal anstrengend. Ja, Knie richtig hoch. Wieder kurze Pause. Ich habe es vorhin gemacht, dass ich mich auch teilweise gedreht habe. Mal rechts rum, mal links rum drehen, auch mal ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Da sind die Schritte natürlich insgesamt gleich ein bisschen kürzer. Ne? Man hat nicht so viele Raummeter wie beim ersten Mal. Aber da ich einfach die Beine richtig hoch oder die Knie richtig hochnehmen muss, ne? Macht das dann auch schon mal richtig Spaß. Okay. Okay. 3, 2, 1, los geht's. Boah, jawohl. 5, 4, 3. 2, 1. Oh. Geschafft. Ui. Hey, nur 30 Sekunden, Heiland sagt. Genau, gerne auch einen Schluck trinken. Jetzt kurz in der Pause. Bevor es weitergeht mit dem nächsten Spiel. Ich erkläre schon mal, wir haben hier jeder einen Becher, Detlef und ich. Und wir nehmen erstmal hier so einen Tennisball und werden jetzt versuchen, ebenfalls jeder auf seiner Matte den Ball auf die andere Matte zu werfen. Und genau, wir müssen dann versuchen, mit unserem Becher den Tennisball aufzufangen. Werden wir mal sehen, wie das klappt. Also wie bei jeder Spielidee, die wir jetzt hier machen, da wir ja auch kein Seil und kein Netz gespannt haben, bemühen wir uns, immer von unten zu werfen. Wenn wir von oben so smashen würden,
Ja gut, dann ist die Spielidee dahin. Da können wir nicht dann spielen. Werden wir chancenlos. Weder miteinander noch richtig gegeneinander. Aber wieder, ein Seil zu spannen ist auch immer möglich. Ne? Okay. So. Fangen auch hier erstmal locker wieder an. Können hier ein bisschen gucken. Bis wir uns zum Schluss ein bisschen schicken. Nach der Belastung. Der rechts in der Mund, also nach links. Ja, okay. Bisschen geschubbelt. Wir können es mal anders machen. Wir werfen jetzt, wir haben es gerade, wir machen mal rechts werfen, links fangen. Oh. Oh. Nein, das zählt nicht. Ich geschubbelt. Ihr seht auch, wir stehen nie mit geraden Beinen da, immer in der leichten Knievorspannung, damit wir möglichst schnell reagieren können. Runterkommen, in die Ecken kommen. Ah. Okay, dann sitzt er hier. Oh, das ist Wahnsinn. Okay, jetzt wird es schwieriger. Gleiches Spiel, Becher bleiben. Wir nehmen einen Tennisball. Der passt von der Öffnung natürlich besser hier rein. Aber ihr seht, der kann auch rausspringen. Er ist die gute Hand. Okay. Ja. Das ist schon schwieriger. Oh, Mist. So, spontan. Was kommt jetzt? Oh. Jeder einen Ball. Okay, gleichzeitig werfen und fangen. Okay. Oh, schön. Okay, willst du dann? Oh. Ja, das ist noch mal ein bisschen schwieriger. Ja, endlich. Weißt du? Nicht richtig geworfen, hätte ich ihn gefallen. Entschuldigung, ich habe einfach in die Weltgeschichte geschmissen. So zu sehr aufs Fangen konzentriert. Ja, für No-Look-Pass. Weißt du, dass ich jetzt rüberkomme? Ah, das war 5 Bälle, komm. Drei. Oh, Entschuldigung. Oh, meiner. Vier. Ich kann nicht werfen. Okay.
Gut. Dann stellen wir die Becher wieder zur Seite. Und nächste Belastungsphase. Wir springen auf dem linken Bein. Jawohl. Ihr merkt, das ist heute wirklich sehr beinlastig, aber völlig in Ordnung. Linkes Bein zuerst. Ja. 30 Sekunden. Ja. 2, 1, ab. Noch 10, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Oh, das merkt man schon, ja, wie das Bein jetzt belastet ist. Okay. Nächstes Spiel. Ja. Dafür haben wir uns Frühstücksbretter mitgebracht, die meisten bestimmt auch zu Hause haben. Und ja, spielen jetzt so eine Art Tennis auf der Weichbodenmatte. Genau. Wir fangen mit dem Tennisball an. Gucken. Also hier ist es wichtig, damit da vielleicht so ein bisschen Fluss reinkommt, dass wir einfach miteinander spielen. Das macht dann schon, dann kann man ja sehen, wie. Genau, nicht direkt zu gemein sein. Wie ordentlich das wird, genau. Da sehen wir, so. Das war also der Daumen. Oh. Oh, Rückhalt, läuft gut. Aufsitzer. Oh nein. Oh. Ah, seht ihr schon, das Miteinander ist schon schwierig genug. Oh, hoppa. Ja. Da oben ist auch immer schwierig, ja, wenn man dann. Oh. Ich könnte mir vorstellen, mit so einer Bratpfanne wird das auch gehen. Aber das ist noch schwieriger, glaube ich. Die Bratpfanne ist um einiges schwerer als das Brett. Ja. Die Handhabung auf Innenseite, Außenseite. Aber da. Oh. Ja. Okay, so. Jetzt wird es nochmal spannend. Jetzt nehmen wir wieder den kleinen Tischtennisball. Der liegt so ein bisschen. An den Widerstand haben wir uns gewöhnt. Jetzt kommt der kleine Tischtennisball. Also ich hoffe, dass er jetzt nicht über die Matte fliegt. Also. Oh. Aber da geht auch jeder andere kleine Ball. Würde gehen. Komm! Hast du noch? Ah, habe ich. Ich war auch. Hammer! So. Oh. Also ja, selbst das macht Spaß. Man kann ja miteinander, wer zuerst 100 Wiederholungen geschafft hat, ohne dass der Ball runterfällt. Zack. Oh, Geschwindigkeit ist auch noch drin. Ach, herrlich. Oh. Ja, war gut. Achso, also ich da habe ich nicht mehr reagiert. Hallo, ich komm, einen machen wir nochmal. Wollen wir gucken, ob wir 20 schaffen? Ja. 20?
Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Jawohl. Ah, jawohl. Okay. Das auch das war's. Ist möglich, dass man miteinander und Wettkampf kombiniert. Das macht okay, wir spielen uns 10, 20 Mal die Bälle zu und dann wird erst von unten in die Ecken gespielt. Du habt da auf jeden Fall einen kleinen Spielfluss und dann geht es um Punkte. Ne? Also das ist auch ja, denkbar. Okay, dann kommt jetzt die letzte Belastungsphase. Danach kommt noch ein Abschlussspiel. Und dann haben wir es geschafft für heute. Genau. Eben war das linke Bein dran, jetzt nehmen wir das rechte Bein. Rechte Bein, 30 Sekunden, genau. Bitte. Okay. Drei, zwei, eins, los geht's. Halbzeit. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, jawohl. Gut. Zum Abschlussspiel. Ziehen wir unsere Schuhe wieder an. Genau. Da merkt ihr schon, wir laufen jetzt nicht mehr auf der Matte. Sondern das Abschlussspiel, da laufen wir auch drum rum und das ist dann wieder besser, wenn wir unsere Schuhe anhaben. Also im Sand ist das natürlich völlig egal. Ja, nur hier auf dem Heimboden macht das mit Schuhen Sinn. Unsere Materialien legen wir schon mal ein bisschen zur Seite. Nicht, dass wir da. Matte kommt auch aus dem Weg. Wir brauchen noch eine Matte. Und die andere legen wir quer. Genau. Das heißt für mich, wenn ich jetzt hier von hier wurf, grün, ne? Ja, grün. Genau. Also wir stehen jetzt an den beiden kurzen Seiten der Matte. Handball wollten wir nehmen. Handball? Oder nicht, oder dachte, der hier springt besser. Achso, aber trotzdem. Können beides mal probieren. Machen wir mit Aufsetzer, ne? Ja. Gut. Ja, wir fangen mal mit dem Volleyball an, mal gucken, okay, wie das klappt. Gut. Also, wir stehen hier beide an den kurzen Seiten der Matte und laufen jetzt gleich, wenn Start ist, beide einmal um die Matte rum. Also, ich laufe zuerst nach vorne, Detlef läuft zuerst nach hinten. Mach das einmal vor und hier an der langen Seite die Sidesteps, die wir vorhin beim Aufwärmen schon hatten. Grün. Wenn wir wieder auf unserer Position sind, dann spiele ich, weil ich jetzt den Ball habe, den Ball als Aufsetzer auf die Matte. Und Detlef muss springen und versuchen zu verhindern, dass der Ball auf die Matte fällt. Nicht fangen, einfach nur verhindern, dass er rauf. Genau. Und je schneller ich natürlich um die Matte laufe, desto einen größeren Vorteil habe ich. Genau. Ich kann, wenn ich rum bin, kann ich springen von wo ich möchte, hier in dem Fall. Ich muss nicht bis zur grünen Linie. Leonie muss, ich muss bis zur grünen Linie und ab Linie da hin. Dann auch den Aufsetzer werfen. Genau. Okay. Wollen wir? Ja, auf und. Die Plätze, fertig. Los. Sogar noch gefangen. Ja, aber ich komm wechseln. Okay. Eins, zwei, hepp. Entschuldigung, wäre aber auch nicht draufgekommen. Entschuldigung. Also es wäre jetzt ein Punkt für Leonie, weil ich ihn nicht auf der Matte versenkt habe, den Ball. Aber wäre schon. Drei, zwei, eins, los. Oh. Gut.
Dann geht er dreimal insgesamt. Eins, zwei, drei. Bisschen zurück. Ja. Mein drittes Mal jetzt, ne? Richtig? Ja, genau. Drei, zwei, eins. Hey, noch einmal? Ja, ein letzter. Okay, und hüpp. Oh, Scheibenkleister! Aber er ist nicht draufgekommen. Ich dachte mir, dass du springst, sollte alles drüber weggehen. Aber leider nicht auf einmal. Da war ich schon unterm Ball durch. Ah. Genau, da kann man auch ein bisschen mitspielen. Okay, das soll es gewesen sein für heute. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Cool. Super. Schönen Dank. Bis demnächst. Ciao. Ciao.